Test, Test, Test. So, guten Tag, guten Abend, guten Nacht, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt heute wieder die großartige Community-Challenge. Und zwar mit einem Auto, was sehr nach meinem Geschmack ist. Los geht's. Herr Löblich. Ja, und damit. Hallihallo, ein kleines bisschen noch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Löblich am Steuer, heute wieder mit der großartigen Assetto Corsa Community Challenge Nummer 65 müsste es, glaube ich, sein. Wir fahren heute das Modfahrzeug GMC Ventura, was so ein, ich weiß ja nicht, ob es das A-Team-Auto, ob das auch so ein GMC Ventura war. Das ist halt so ein schöner, alter, amerikanischer Kastenwagen. Bin sehr gespannt, wie der sich fährt. Ist von einer eher unüblichen Mod-Webseite. Wir werden es uns mal reinziehen. Ich halte an dieser Stelle wie immer meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt zu werden bei neuen Videos und oder Livestreams, der möge mir bitte die Glocke drücken, also die unterm Video. Und wer mich gerne unterstützen möchte, kann dies tun, indem er oder sie Kanalmitglied wird, den PayPal-Spendenlink unterm Video benutzt oder was im Shop kauft. Ihr könnt aber einfach auf den Discord kommen und an der Community teilhaben. Und mich würde es einfach freuen, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert und immer wieder reinschaut. So, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wir gucken direkt mal in die Ergebnisse der letzten Community Challenge rein. Die war mit dem Ferrari 312T und es gab 43 Teilnehmende. Und ich bin auf Platz 28 gelandet, was okay ist. Ich bin mal wieder ein bisschen über 30 Sekunden hinter dem ersten, was sich irgendwie bei mir so ein bisschen einzubürgern scheint, was ja nicht schlecht ist, weil dann ist es wenigstens konstant schlecht oder Mittelfeld. Der M. Kepner ist eine 616 gefahren, ich eine 551, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Der M. Wachtmeister 617, S. Kürt 6,19, der Tacker 6,20, M. Smitty 6,21, M. Finger 6,22, der Herr Frank 6,23, die Abstände sind so groß, ich weiß ja nicht, ob ich in der richtigen Zeile bin. H. Essling 6,24, T. Sindelgruber 6,25, ist das hier noch richtig? Bin ich in der richtigen Zeile? Ja. Und der J. Genkinger eine 6,29,451, ja genau, ich bin hier unten 6,51. 43 Teilnehmende ist übrigens schon mal ja nicht so schlecht, wie ich finde. Wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, wann es die erste Community Challenge gibt mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich brauche Teilnehmerinnen, können wir weglassen hier, fahren nur Kerle mit. So, ich habe Join Event gedrückt. Ich drücke nochmal Join Event. Warum geht er nicht? Achso, ich muss ja hier unten wahrscheinlich einfach nur auf Confirm gehen. Nee, wir gucken mal noch nicht in die Resultate rein. Das habe ich an. Kabel alles dran. Ich habe sogar eine Kassette. Ja. Alter, diese 10.000 Überprüfungen hier und nochmal Confirm und nochmal Confirm und nochmal Confirm und nochmal Confirm und nochmal Confirm. Wir fahren natürlich wie immer Nordschleife, ist ja klar. Oh, Rennen abgebrochen, nochmal fahren. Was ist denn hier los? Hä? Warte mal, wir starten den hier mal neu. So. Wir machen nochmal Connect Now. Funktioniert das schon wieder super. Jetzt kann das natürlich sein, dass ich mal downgraden muss auf eine andere CSP-Version. Wir probieren es einfach mal aus. Die letzte offizielle ist ja die 1.7.9. Machen wir einfach mal. Gucken wir, ob es dann geht. Manchmal ist es ja einfach nur ein CSP-Problem. So, haben wir. Wir starten den nochmal neu. Einfach nur vorsichtshalber.
Nein, das ist ja schon wieder sehr interessant, meine Damen und Herren. Das ist sehr interessant. So, connect now. Ah, seht ihr? Rennen abgebrochen. Scheiße. Okay, dann machen wir die Community Challenge anders. Dann fahre ich hier kein richtiges Resultat, sondern ich habe jetzt nämlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen, warum der Scheiß nicht geht. Dreampack 1, WK-Mod, Nordschleife. Was haben wir? Wo ist das Wetter? 8 Uhr, Custom mit Clear. Okay. Dann fahren wir halt. Ihr sollt ja mitmachen. Ich muss ja nicht mitmachen. Ich mache das ja schon die ganze Zeit. Ich muss ja hier nochmal so ein bisschen. So. Wenn das hier jetzt natürlich auch nicht geht, dann machen wir einfach die ganz andere. Dann fahren wir einfach die eine Runde. Kategorien. New. GMC Ventura. Oh, warum ist denn hier hinten rot? Zeige ich da wenig an. Wir nehmen dieses Fahrzeug. Wir nehmen die Neidschlaufe. Touristenvariante. Und dann haben wir, was hier hat er, was hat er gesagt? Um 8. So und mit Clear, was auch immer mit Clear ist. Clear, wir machen einfach Few. Few Clouds. Und dann machen wir hier mal so irgendwas. Wir haben es heute sind so 17 Grad. Und dann machen wir Hotlap. Ja, machen wir Hotlap, oder? Strafen, alles an. Ich habe sogar. Ach nee, das hatten wir schon. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist da los? Was ist da los? Wir gucken hier noch einmal kurz bei Live rein. Da steht ja eigentlich immer. Sehr, sehr komische Geschichte mal wieder. Weil es sind ja hier offensichtlich schon Leute gefahren. Warum geht es jetzt bei mir nicht? Gucken mal kurz rein, ob hier jemand im Discord was geschrieben hat. Kriegt das Spiel eine Hauptbildschirm, funktionieren die ganzen Eingabegeräte nicht. Diddle. Gestern etwas länger, naja, fahren wir einfach mit einem anderen Kraftfahrzeug. Komm, einmal probieren wir noch. Komische Sache. Probieren jetzt mal einfach was, wovon ich weiß, dass es funktioniert. Das ist ja schon wieder, verstehe ich nicht. Gut, das sind jetzt halt auch wieder Mods, ne? Kann auch sein, dass der vielleicht den Content, nicht den Content Manager, dass der vielleicht den Custom Shader Patch gar nicht will. Wir fahren hier mal, wir nehmen mal ein Auto, was auf jeden Fall geht. Hier, keine Ahnung, Audi Sport Quattro. Okay. Geht ja vor allem jetzt erstmal, ich will jetzt einfach mal gucken, ob es überhaupt geht. Okay. Ach, ich bin sehr dumm, Freunde, ich bin sehr dumm. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich mache hier kurz Pause. Geht wieder? Hatten wir schon mal die Geschichte? Ich habe Steam noch gar nicht gestartet. Der Einlog-Screen von Steam war bei mir noch im Hintergrund aktiv. Und ich war noch gar nicht eingeloggt. Ich habe den Content Manager gestartet und alle drunter geladen und tralala und hopsasa. Manchmal, liebe Freunde, manchmal bin ich halt auch einfach ein bisschen blöd. So, ich ziehe mal hier die Schuhe aus, weil ich fahre auf Socken besser. Bin sehr auf die Mod gespannt. Ich mag ja
diese Art von Autos sehr. Wir haben wie immer keinen Ton. Ja, oh, das gefällt mir schon mal sehr. Okay. Uiuiui. Okay, man hört jetzt schon am Reifengeräusch. Das ist jetzt so nicht die realistischste Mod. Dann sehe ich auch an der Lenkübersetzung schon wieder. Ah, geht so? Der hat nämlich keine. Also, ich glaube, das sind hier nicht die 1080 Grad. Ja, wobei es kann sein, dass der die Hände so ein bisschen weiter oben hat. Ja, doch. Kann schon sein, dass das hinhaut. Oh Gott! Er haut auf jeden Fall hin. Aber das ist geil. Ach so, wir machen doch. Oh, das Force Feedback ist krass. Wir machen doch gleich wieder ready. Ach, falsche Maus. Okay, er hat kein Fernlicht. Dafür hat er sehr helles Licht. Sehr interessant, dass der. Ja, ich habe mir bei der Webseite und bei der Modgröße schon gedacht. Na, geht so. Ich habe noch zwei, drei andere Mods von der Seite runtergeladen. Ein Dodge Challenger oder Charger Hellcat. Und ein Mercedes-Benz, ich glaube ein S63, werde ich mal ausprobieren. Aber ich glaube, die Webseite Assetto World ist jetzt nicht so die große Empfehlung für Mods runterladen. Das ist so wie Assetto Land und so, das sind so Mod-Webseiten. Haben wir 5 Gänge eigentlich? Hammer. Da sind die Mods qualitativ schon sehr. Eher begrenzt. Aber fährt sich geil. Also, Force Feedback ist knüppelharte. Oh, musst du fahren wie ein LKW, Alter. Ist okay. Ja, wirklich, fährt sich wie ein Renntruck. Ich muss hier richtig untergreifen hier, um das Ding um die Kurve zu kriegen. Er fährt sich wirklich okay. Ist jetzt auch wieder die Frage, ob das realistisch ist für so einen Hobel. Aber er fährt sich schon wie so ein richtig fettes Ding. Ich glaube, den muss ich gar nicht so früh runterschalten, weil diese Ami-Hütten sind so im oberen Drehzahlbereich eher so, Boah, der geht aber. Wie der geht. Boah. Also, fährt sich auch überhaupt nicht realistisch. Ich weiß jetzt ja nicht, ob der getuned ist. Das werden wir gleich mal im Replay. Ach nee, wir gucken ja nicht zusammen das Replay.
Nee, wir haben nur 5. Okay, Bremsen gehen so. Das Force-Feedback ist der Hammer. Ich habe halt eingestellt im Treiber, nicht im Treiber, sondern im Content Manager gibt es eine extra Einstellung für Direct Drive. Unter dem Punkt Force-Feedback-Tweaks. Dass man die realistischen Lenkkräfte aus dem Spiel ans Direct Drive Lenkrad übertragen kann. Und da stellst du dann ein, wie stark dein Lenkrad ist, und dann stellt er tatsächlich auch, dann nutzt sie auch deine 20 Newtonmeter. Ich nutze hier gerade 20 Newtonmeter, also ich bin hier echt vorsichtig. Wenn hier was schief geht, nehme ich einfach die Hände weg. Also der fährt sich wirklich wie ein Renntruck. Das ist mir schon fast ein bisschen zu sportwagig. Ich bleib mal im dritten. Er müsste doch auch theoretisch Heckantrieb haben, oder nicht? Er fährt sich sehr sportwagig. Ey, wirklich, du lenkst den wie ein Renntruck. Es ist richtig, es ist schon, wenn man jetzt nicht darüber nachdenkt, was das für ein Auto ist, es ist vom Fahren her echt geil. Der liegt doch viel zu gut auf der Straße. Oi, oi, oi. Ja, doch, Linie war okay. Meine vorhin bei den Werten gesehen zu haben, bei den, wenn du dir im Content Manager das Auto anguckst, da wird dir ja so die Leistungskurve angezeigt. Und ich meine, dass die Drehmomentlinie nach einer bestimmten Drehzahl wieder stark abgefallen ist. Also deswegen lieber untenrum kommen lassen. Gut, es ist unglaublich schwer, es ist fast wie ein Go-Kart. Schwitze jetzt schon auf der Oberlippe. Ich find's so krass, wie ich hier an dem Lenkrad drehen muss. Oh, hier in den Körb mitnehmen. In den Körb mitnehmen. Hier auch ganz innen am Körb lang, und dann lässt man sie hier links so ein bisschen raustragen. Runter in die YouTube-Kurve. Ah,
tun mir jetzt schon die Arme weh. Ich find's geil. Er fährt sich überhaupt nicht, wie ich das bei so einem Auto erwartet hätte. Aber geil. Dann probiert's mal aus. Ey, ey, ey. Also so eine Zeit hätte ich mit dem Hobel niemals erwartet. Oh, schwitzig. Den möchte ich jetzt mal von außen sehen, bitte. Ah, okay. Ja, das ist so eine... Es könnte fast so eine Rennvariante davon sein. Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, dass der immer so... Nee, 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 der hat einen Käfig drin. Guck mal. Das ist geil. Wirklich geil. Eieieiei. Gefällt mal. Ah. Also wir fahren 8.43.297. F1? Gibt es hier noch eine... Ja, ich bin einfach nicht der Freund von dieser Ansicht. So, komm Leute. Oh, mir läuft die Suppe. Ja, heute ist so der erste Tag, wo es mir mal wieder so gut geht, dass ich mal wieder ein Video machen kann. Mir ging es jetzt ein paar Wochen nicht so gut. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Der fährt sich viel zu gut. Aber sieht halt auch wirklich, ne, so jetzt, wenn man den mal so von innen guckt, sieht das schon aus wie die fiese Rennvariante von dem Hobel. Geil! Ich hab am Anfang so gedacht, na. So weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Diese Force Feedback macht mich fertig. Gott sei Dank. Alter, es fährt sich einfach wie die Rennsemmel-Variante von dem Hobel. Original, gerade dieses Gewicht auf der Bremse da. Ey, wirklich, mir läuft tropfenweise der Schweiß auf der Stirn in mir, Nick. Und hier drin ist es nicht warm. Ich hatte den ganzen Tag Fenster offen. Oh, Hexui macht eigentlich, ja. Weil hier sind es einfach 15 Grad oder so. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich ja mal den Muff aus der Bude lassen. Muff ist mein Hund. Also jetzt nicht mehr, weil ich habe mir aus dem Fenster gelassen. Sekunden vorne. Oh. Ah, hier hätte ich einen Viertel runter gekonnt, jetzt so ein bisschen bergauf. Das ist mal eine Challenge.
Ha? Hey, Dude. Da kam der Dieter Thomas mit seinem Heck. Dieter Thomas. Im englischen Fachjargon. Sekunden, 12,5 vorne. Mal gucken, ob wir das halten können. Oh, jetzt läuft mir der Schweiß ins Auge. Ah, 13 vorne. Vorne. 13, 82, 81. Leck mich doch in die Tasche geschissen da. Ah. Also Freunde, unter 8:30 ist keine schlechte Zeit auf der Neidschlorfe. Boah. Sieht man nicht, dass ich wieg? Nee, sieht man nicht. Ey, mir ist richtig die Suppe gelaufen. Ich hab heute Morgen ein frisches T-Shirt angezogen. Das kann ich jetzt wieder wechseln. Krass. Krasser Scheiß. Das war's Feedback, Alter. Freunde, probiert das aus. Macht mit. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Ihr wisst ja, wie es geht. World Sim Racing, World Sim Series Account anlegen, kostenlos. Einfach den Link aus dem Discord oder unterm Video oder auf der Webseite aufrufen. In den Content Manager einfügen, Enter drücken, Join drücken und so weiter und so fort. Kriegt ihr alles hin und wenn nicht, fragt ihr einfach im Discord nach, wie es geht. Ich, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, kann wieder wie immer nur sagen, vielen Dank für Zuschauen bei dieser Runde glücklich am Steuer heute wieder mit der großartigen Community, der Challenge und dem GMC Ventura, der, obwohl ich es nicht erwartet habe, außergewöhnlich viel Spaß gemacht hat. Die Resultate gucken wir uns nächsten Montag wieder an. Ich muss mal gucken, heute Abend bin ich vielleicht noch beim Tim live mit dem Landwirtschaftssimulator, wenn ihr da drauf Bock habt. Abonniert meinen Kanal Angewandte Agrarwissenschaften und Fernerkundung, da ist Landwirtschaftssimulator und Euro Truck Simulator. Und ja, ich danke euch für Zuschauen und kann an dieser Stelle wie immer nur mein Schwanzesbild hängen und sagen, vielen Dank, liebe Zuschauer, hatte ich alles schon. Liken, kommentieren, abonnieren und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt zu werden bei neuen Videos und oder Livestreams, der drückt mir die Glocke unterm Video. Und wer mich unterstützen möchte, kann dies tun, indem er oder sie Kanalmitglied wird, den PayPal-Spendenlink unter dem Video benutzt, beziehungsweise den Stream-Elements-Spendenlink oder was im Shop kauft. Mir reicht es aber schon, wenn ihr in die Community kommt, Teil der Community werdet, regelmäßig zuschaut, regelmäßig dabei seid. Und ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss mit üs, ciao mit au, tschüss mit iu, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt richtig fertig. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Tschüss.